Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu Destrained. Wir sind hier immer noch tief im Wald, genau an der gleichen Stelle. Und ja, ich habe halt eine kleine Pause gemacht. Wir hören nur das Vogelgezwitscher. Und unser Tappeln hier. Das Tappeln auf dem Laub. Und Gras. Denke mal, keine schlechte Idee, sich nochmal das A reinzuziehen. Ah, hier ist es. Hier ist Price. Ich suche nach Mr. Taylor. Hallo? Entweder er ist nicht zu Hause oder er ignoriert uns. Ich muss mit ihm reden. Vielleicht nochmal? Verschlossen. Also einfach reinhüpfen geht auch nicht. Es ist ein Stapel mit Feuerholz. Anscheinend brauchen wir kein Feuerholz gerade. Da können wir auch nichts machen, das ist auch verschlossen. Ich weiß, in dem Part war es so, dass das Let's Play, was ich dann auf Englisch gesehen habe. Also die englische Version vom Spiel, ein deutscher Let's Player. Oh. Dass es hier teilweise Probleme gab mit den Rätseln. Die waren teilweise ein bisschen tricky, aber naja. Vielleicht kriege ich es gut zusammen hin, weil ich kenn's ja, gell? Hallo? Sie müssen Mr. Taylor sein? Das bin ich. Mein Name ist Price. Nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hören Sie auf damit und lassen Sie mich Ihre Drohung hören. Ich weiß, warum Sie hier sind. Drohungen? Nein, nein, wie wäre es mit Argumenten? Sehen Sie, die Stadt möchte hier eine Autobahn bauen. Das würde viele neue Leute und Touristen in die Stadt bringen. Und auch viel Geld. Oder sehe ich das falsch? Nun, das ist genau das Problem mit Leuten wie euch. Geld ist euer König. Wo ist Ihr Mitgefühl? Dies ist mein Zuhause. Siehe, es war ein sehr langer Tag heute. Es ist schon alles vorbereitet. Und vergessen Sie nicht, Sie werden großzügig entschädigt. Und wenn Sie sich weigern, müssen wir Ihren Besitz enteignen. Ich denke, dass mir keine Wahl bleibt, als mich zu beugen. Hier, Sie haben mich. Ich hoffe, Sie sind nun glücklich. Es tut mir leid, Sir. Sorry, Junge. Ich weiß. Sie machen nur Ihre Arbeit. Siehe, wenn es etwas gibt, das ich für Sie tun kann... Da gibt es etwas. Es wird kühl hier draußen. Lassen Sie uns in meine Hütte gehen und weiterreden. Hier, nehmen Sie diesen Schlüssel. Ich folge Ihnen in Kürze. Oh, und wenn Sie schon da sind, können Sie Feuer im Kamin machen? Natürlich, danke, Sir. Also hier, könnte man sich schon denken, der gibt uns einen Schlüssel. Eigentlich haben wir schon alles geklärt. Okay, er muss wahrscheinlich noch irgendwelche Papiere unterschreiben. Wir sollen schon mal Feuer machen. Das ist, genau, dieses ist einfach nur so eine kleine Abstellhütte oder was. Feuerholz, hat er gesagt. Und hier gibt es ja, warte mal, dann muss ich doch bestimmt einfach... Stapel mit Feuerholz. Ich nehme etwas von dem Feuerholz mit. Die Tür ist aufgeschlossen. Tja, da könnte man sich ja auch denken, wir machen ein Feuer, weil so ein Einsiedler, die... Vielleicht hat er noch nichts gegessen, will sich irgendwas braten. Und da kommen wir vielleicht genau richtig. Nur Asche hier, ich muss Feuer machen. Das Feuerholz legen wir hier hin. Okay, aber es reicht nicht. Jetzt habe ich schon wieder die erste Tür genommen. Weiß eigentlich Käse. Hier gibt es verschiedene Türen. Hier ist etwas. Streichhölzer, perfekt. Okay, dann machen wir einfach erstmal Feuer. Jetzt haben wir ja alles gefunden. Und dann passt es auch. Vor allem ist es ja auch wirklich... Also das Geschenk von Mrs. Goodwin, das sie uns den Taschennamen gegeben hat, das ist auf jeden Fall... Ah, endlich. Verdammt. Das Feuerholz ist feucht. Ich brauche etwas, um es leichter anzuzünden. Etwas Papier vielleicht? Okay, stimmt ja. Das geht jetzt nicht direkt. Ich bin hier eben direkt durch die Tür gegangen, aber jetzt schaue ich erstmal, ob hier irgendwie... Wir können auch hier in die Küche reingehen. Ah, das ist halt auch so das Ding, dass man sich hier leicht irgendwie verirren kann, weil es ja relativ dunkel ist.
Direkt die nächste Tür hier in der Küche. Hundefutter und Wasserschüsseln. Nichts Interessantes, aber das hilft uns wohl nicht. Nichts Interessantes hier. Hier sind wir jetzt wieder im Kaminbereich. Ah, nee, wir sind jetzt im Flur. Okay, wir sind jetzt im Flur. Die Tür ist verschlossen. Hier sind wir jetzt im Schlafzimmer. Okay. Es ist ein Hundebett. Es riecht seltsam, ekelhaft. Ein Papierkorb voll mit Papieren. Ich glaube nicht, dass er sie noch benötigt. Diese Papiere zum Anzünden. Ja, sehr gut. Kreuzworträtsel, Suchworte, er mag wohl Rätseleien. Okay, das ist ja hier jetzt sein Schlafzimmer gewesen. War da sonst noch irgendwas im Papierkorb vielleicht? Nö. Tja, das ist halt so. Auch wenn man Let's Play schaut bei so einem Spiel, da spielt ja jemand, der kommt schon irgendwie weiter, dann passt man teilweise gar nicht richtig auf und... Aber ist auch egal. Ich habe jetzt Papier gefunden. Das legen wir jetzt hier rein. Genau. Und jetzt können wir es anzünden. Das sollte klappen. Aha. Siehe, was ich erschuf. Ich machte Feuer. Das ist genau richtig gekommen. Ah. Ich sehe, Sie haben Feuer gemacht. Gut. Ich danke Ihnen. Gern geschehen. Es ist so dunkel hier. Ja. Es gibt keinen Strom hier. Aber zurück zum Thema. Wissen Sie, mein Hund ist verschwunden. Und Sie wollen, dass ich Sie, ihn finde? Sie. Es war ein wirklich rätselhaftes Verschwinden. Wie das? Nun, sie war noch hier, als ich abends zu Bett ging. Und soweit ich weiß, kann sie keine Türen öffnen. Und trotzdem war sie gegen Morgen verschwunden. Hm, dann muss sie drinnen sein. Das dachte ich auch, aber ich kann sie nirgendwo finden. Wenn Sie sie finden, würde ich alle Dokumente unterschreiben. Wir haben einen Deal, Sir. Ich beginne mit meinen Nachforschungen. Viel Glück, Junge. Wir beginnen mit unseren Nachforschungen. Ich denke mal, hier war das... Hier ging es doch zu, in die Küche. Und die Tür hier... geht ins Badezimmer. Das ist eine Badewanne. Von ihr geht ein strenger Geruch aus. Okay. Ich denke mal, wir müssen zuerst mal unsere Nachforschungen bei diesem Hundebett starten. Oder hier, Hundefutter. Hundefutter und Wasserschüsseln, das hilft uns nicht wirklich. Und, tja, jetzt... Wo war jetzt nochmal sein... Sein Schlafzimmer? Genau hier. Okay. Dieses Hundebett riecht nach Pisse und Seife. Könnte wichtig sein. Ich frage Mr. Taylor danach. Es riecht nach Pisse und Seife. Ah ja, wenn der Hund... da so ein bisschen reinpinkelt. Das ist alles, wie gesagt, verschlossen. Okay, das dürfen wir nicht vergessen. Hütte, Flur. Jetzt bin ich gerade wieder zurückgelaufen. Wie komme ich denn... Also ich bin da auch nicht... vor allem, wenn es so dunkel ist und ich kann mir diese Räume auch nicht direkt erkennen. Jetzt bin ich schon wieder im Schlafzimmer. Das hilft mir gar nicht. Das ist das Schlafzimmer hier. Wir sind jetzt im Flur. Da gibt es eine verschlossene Tür. Dann gehen wir aus dem Flur raus. Jetzt bin ich in der Küche. Jetzt müsste ich da eigentlich zu ihm kommen. Wo ging es denn da hin? Ins Badezimmer. Von der Küche zum Badezimmer. Okay, jetzt sind wir wieder im Wohnzimmer. Ich bemerkte, dass das Hundebett riecht. Irgendwie komisch. Ja, wir hatten einen kleinen Unfall mit einem Stinktier gestern. Oh, der Geruch. Ich schrubbte sie gut eine Stunde, um den Geruch loszuwerden. Viel Wasser und eine Menge Shampoo. Und das erklärt den Geruch. Ich bin sicher, das hilft. Ich schaue es mir an.
Stinkt hier, ey? Ja. Jetzt müssen wir also... Jetzt müssen wir zum Badezimmer. Da wissen wir, das ging von der Küche aus. Genau, Küche, Badezimmer. Und hier wurde der... Hier hat er wohl seinen Hund gewaschen. Es stinkt immer noch. Okay, lass mich nachdenken. Wenn der Hund schon so fies gestunken hat, wie würde er wohl jetzt riechen? Ich denke, ich könnte ihrem Geruch folgen. Okay, jetzt haben wir hier so eine Geruchsspur. Jetzt hat er mal so tief seine Nase in die Badewanne gesteckt. Wahrscheinlich nicht richtig abgespült. Was war denn das jetzt wieder? Da ist ja irgendwas an einem Fenster vorbeigehuscht. Aber das lässt den Mr. Price völlig unberührt. Okay, der Geruch geht hier und verschwindet unter dieser Tür. Ha! Da ist ein Loch in der Tür. Der Hund muss hier durch sein. Die Tür hat ein Kombinationsschloss. Ich kann ihr nicht folgen. Ich spreche mit Mr. Taylor. Der sollte ja wohl nicht weit weg sein, oder? Welchen Bereich waren wir jetzt? Schlafzimmer ist es nicht. Wir sind im Flur mit der verschlossenen Tür. Was ist denn hier eigentlich schon mal gewesen? Nichts. Okay, wir sind in der Küche, da weiß ich. Dann kommen wir nämlich... Hier ist einfach nur das Badezimmer. Da sind wir der Spur gefolgt. Gut. Hey. Da ist eine verschlossene Tür im Flur. Wohin führt sie? Warum? Nun, da ist ein Loch in der Tür. Ich glaube, dass der Hund da durch ist. Hm, das würde Sinn machen. Da ist ein alter Keller hinter der Tür. Aber ich habe ihn seit Jahren nicht genutzt. Ich kann nachschauen, aber ich brauche die Kombination. Oh ja, wie war das noch? Es ist so lang her, wissen Sie. Ich fürchte, ich habe die Kombination vergessen. Aber ich bin kein Trottel und habe sie noch anderweitig notiert. Das ist großartig. Wo kann sie finden? Ich liebe alle Arten von Rätsel. Ich glaube, ich habe die Kombination in einem der Rätsel versteckt. Wenn ich mich recht erinnere, das Wort, welches Sie benötigen, lautet Tree. Ja, das ist das Wort. Okay, ich schau mal nach. Hey, Junge. Danke für die Mühen, die Sie sich machen. Machen Sie sich keine Sorgen darüber. Wir machen das schon alles und bereitwillig. Kreuzworträtsel, hier sind wir hier wieder im Flur. Wo lagen denn seine Kreuzworträtsel rum? Im Schlafzimmer vielleicht? Nee, da war ja hier. Das muss das Rätsel sein, das er meinte. Und da... Tree, gut. Das ist dann 5, 6, 7, 8. Das können wir uns merken. Das ist gut, ja. Das können wir uns merken. Und die andere verschlossene Tür war doch auch im Flur, oder? Genau, hier ist es ja. In Ordnung, mal sehen. 5. Okay, jetzt geht es. Ah, jetzt weiß ich, wie es geht. 5. 6. Ich kann irgendwie nur so nach oben stellen. Price stellt die Nummer nur nach oben. Ja, anscheinend. 5, 6, 7. Und die 8. Das könnte man natürlich auch mal runterzählen. Ich hab's! Und wir sind jetzt in einem Keller, den er schon seit Jahren angeblich oder auch so, ja, nicht benutzt hat. Auf jeden Fall ein guter Grund, um sich wieder das A anzugucken. Warum er gerade das A ausgewählt hat, aber bevor ich da reingehe... Ach, hier geht's gar nicht weiter. Okay, wir können also nur durch die Tür gehen hier. Geht's irgendwie nach links? Nee. Eine Waschmaschine funktioniert nicht. Es gibt keinen Strom. Okay, bisher gibt es keine weiteren Türen. Aber hier können wir nach links gehen. Es ist ein alter Kompressor. Mal sehen, ob noch etwas Saft drin ist. Nichts passiert. Ein alter Kompressor. Okay, dann gehen wir die Treppen hoch. Jetzt haben wir ja eigentlich den Keller verlassen. Der Geruch geht nach rechts, aber was ist hinter dieser Tür?
Was ist das jetzt hier? Stapel mit Feuerholz. Ach, jetzt sind wir einfach in diesen... Okay. Einfach in diesem Lagerhäuschen. Das hat auch einen Zugang zum Keller. Hammer, Säge, Schrauben, Schlüssel, Nägel. Was ist das? Keine Frage, das Benzin wird noch nützlich sein. Hier ist ein Loch in der Wand und im Boden. Der Hund ist hier durch, kein Zweifel. Ein Loch in der Wand. Okay, bevor wir das machen, gehen wir aber jetzt zurück, weil wir haben ja Benzin gefunden. Das benutzen wir direkt mit einem Kompressor. Ja, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber das ist halt ein Generator. Und wenn die mit Kompressortechnik arbeiten, dann kann man sie wohl Kompressor nennen. Kompressor kriegt Benzin, rein damit, schau dir das an, der Strom läuft. Der Strom läuft und dann können wir nämlich auch zur Waschmaschine gehen. Der Strom ist nun an, mal sehen. Das ist eine interessante Waschmaschine. Scheiße, da ist etwas drin. Puh, ist es ein Handschuh? Ich hatte für einen Moment Angst. Ich fasse es besser nicht mehr an, okay. Er hat anscheinend keine Lust mehr auf die Waschmaschine. Das war ja irgendwie auch ganz komisch, oder? Aber wir haben einen Handschuh. Da war ja sonst nichts mehr. Hier war das Loch. Ja, so ein bisschen schneller läuft er. Also, großen Unterschied gibt es nicht zwischen dem Rennen. Okay. Mist. Ich hoffe, dass es nicht ihr Blut ist. Ey, das ist Mrs. Goodwin. Siehste? Oh, der... Jetzt sehen wir, dass es ein anderes Tier ist, aber kurz konnte man Mrs. Goodwin sehen. Hier, Mädchen. Ich habe nicht den Mut, näher heranzugehen. Das wird nichts, aber das, was uns geholfen hat, aus der Waschmaschine, nämlich der Handschuh von seinem Herrchen. Hier, Mädchen, schnupper. Das ist es, komm her. Schnupper an dem Handschuh. Ich bin direkt verschwunden irgendwie. Wer ist ein gutes Mädchen? Uff. Dein Herrchen macht sich Sorgen um dich. Du solltest heimlaufen. Gutes Mädchen. Okay, zurück zur Hütte. Der will sich noch nicht mal dieses Tier da angucken. Oh Mann, ey. Oh, jetzt kommt dieser Elefant wieder. Blut von einem Fuchs, glaube ich. Ich kann den Weg nicht zurückgehen. Was zur Hölle war das jetzt? Okay, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als jetzt wieder zurückzugehen. Da steht ein Elefant im Raum, ja. Das ist doch jetzt wieder das Herrschen und... Sie haben sie gefunden, danke. Ich habe die Dokumente unterschrieben, Sie finden sie drinnen. Ich werde sofort gehen. Ist einfacher so. Leben Sie wohl, Sir. Okay, ich hole besser die Dokumente. Okay, wir laufen in unserem roten Licht. Sohn! Gut, dich zu sehen! Gut, dich zu sehen! Gut, dich zu sehen! McDade, Bruton and Moore. Den Job hast du gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Allerdings wirst du weich! 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 Hast ihm einen Gefallen getan? Hast seinen nutzlosen Köter gesucht? Er schien ein... Unsinn! 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 Du hättest ihn den nutzlosen Arsch treten sollen! Nutzloser Arsch! Nutzloser Arsch! Nächstes Mal musst du streng bleiben! Streng! Streng! Ich verstehe. Tust du?
Du willst doch nicht, dass wir deine Wahl bedauern. Nein, Sirs. Das ist der Geist. Danke für diese Chance, Sirs. Das erinnert mich an etwas von großer Wichtigkeit. 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 Das wäre? Wir wollen dich tanzen sehen, Sohn. Aha. Tanze jetzt, Sohn. Ja, Sir. Ja, das ist unser Junge. Yeah! Noch schneller! Okay, unsere Taschenlampe ist irgendwie weg. Wieso haben wir... Wir stehen irgendwie in einem Lichtkegel. Soll ich jetzt echt durch die Dunkelheit laufen, oder was? Wow. Was ist denn das schon wieder, ey? Für ein gespaltener, zuckender Kopf. Ich laufe jetzt einfach weiter nach rechts. Die Waschmaschine... Was ist denn das? Ein Skelett im Schaukelstuhl, Mrs. Goodwin? Oder was? Aha. Also das ist definitiv ein Albtraum, den ihr hier gerade nochmal beschreibt, hä? Was soll ich überhaupt hier tun, ey? Also ich kann mit keiner einzigen von denen irgendwie reden. Können wir hier aber endlich mal aufwachen? Ach, jetzt ist er irgendwo hinten. Wo ist er jetzt? Okay, irgendwo kommt er hin. Oh je. Yeah. Also daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich glaube, da habe ich, gerade was anderes gemacht. Ich bin gefallen und konnte nicht aufstehen. Wow. Also, wenn Mrs. Goodwin in ihrem betagten Alter hingefallen ist, dann ist... Ja? Ist dort Mr. Price am Telefon? Ja. Mein Name ist Stewart. Es tut mir leid, Sie so zu später Stunde zu stören. Was ist denn los? Es geht um Mrs. Goodwin. Ich weiß, Sie sind kein Verwandter, aber sie hat niemanden weiter. Sie bat mich, Sie anzurufen. Sie hatte einen Herzanfall gestern. Oh, wie geht es ihr? Nun, in Anbetracht der Heftigkeit des Anfalls, geht es ihr gut, aber seelisch geht es ihr schlecht. Und wenn der Geist versagt, wird der Körper folgen. Tut mir leid, das zu hören. Ja. Entschuldigen Sie, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich verstehe, aber sie fragte speziell nach Ihnen, Mr. Price. Könnten Sie es sich überlegen und hierher kommen, in unser Heim? Ich bin mir sicher, es würde ihr viel bedeuten. Ja, ich komme gerne. Danke, Mr. Price. Ich überbringe ihr die Nachricht. Ich bin mir sicher, sie wird sehr erfreut sein. Danke, Mr. Stewart.
Tja, und das mit dem Heim, dann denkt man natürlich, wir haben es hier mit einem alten Pflegeheim zu tun. Sie ist hingefallen und ist jetzt pflegebedürftig. Puh, was für ein Albtraum. Ah, scheiße. Ich frage mich, wie es Mrs. Goodwin wohl geht. Vielleicht soll ich sie besuchen, um meiner selbst willen. Tja, dann müssen wir uns anscheinend wieder in Schale reinschmeißen. Alle Arten von seltsamen Kram hier drin. So, dann, ich brauche, ja genau, wir brauchen erstmal Kaffee. Ja, manche Sachen habe ich nicht mitbekommen, weil ich habe das Blitz Bay mit jemand anderen auch noch zusammengeguckt. Wir fanden beide Geschichten sehr interessant und haben es dann einfach immer weitergeschaut bis zum Ende. Und zwischendurch bin ich halt mal irgendwie in die Küche oder was weiß ich und da habe ich einfach weiterlaufen lassen. Weil ich dann schon gedacht habe, das spiele ich dann doch mal. Guck mal, ich guck mir nochmal das A an. Wie sieht's denn mit Kaffee heute aus? Ah, meine neue Kaffeemaschine Deluxe 2000X748 G3. Eine G3, wow, da muss sie ja ultraschnell sein. Das Drücken eines Knopfs genügt. Kein Wasser mehr aus den seltsamsten Ecken holen. Luxus, wie man es auch nennt. Wer mag das sein? Hallo, hier ist Price. Mr. Price? Hier ist Stewart. Ich rufe aus dem Pflegeheim an, im Auftrag von Mrs. Goodwin. Ist alles in Ordnung? Sie hatte einen Herzanfall, aber es geht ihr relativ gut. Lassen Sie mich raten, sie möchte, dass ich sie besuche? Beeindruckend, Mr. Price. In der Tat. Es würde ihr viel bedeuten. Würden Sie es sich bitte überlegen? Ja, natürlich komme ich sie besuchen. Vielen Dank, Mr. Price. Ich sage es ihr. Danke, dass Sie mich angerufen haben. Oh je, jetzt haben wir wieder Besuch von unseren Eltern. Meine Träume von Schuld werden wahr. Du hast recht, meine Liebe. Den Tag werde ich nie vergessen. Oh, schau, mein Lieber, es ist unser kleiner Junge. Ich kann sehen, Schatz. Es macht doch nichts, dass wir uns Kaffee genommen haben. Der Kaffee schmeckt dieses Mal großartig. Überhaupt nicht. Nun, da du hier bist, wirst du mir wohl etwas Wichtiges sagen wollen? Das ist richtig, Sohn. Scheinbar jagst du immer noch den Reichtümern nach, auf Kosten der anderen. Was dein Vater versucht dir zu sagen, ist, dass du dich selbst dabei verrätst. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Aber ich kann damit jetzt nicht aufhören. Ich bin so nahe am Erfolg. Was ist mit Mrs. Goodwin? Wir hörten, ihr geht es nicht gut. Denkst du nicht, sie würde lieber in ihrem Zuhause sein? Ich weiß, ich fühle mich schrecklich wegen ihr. Vielleicht würdest du verstehen, wenn du die Konsequenzen deiner Handlung sehen würdest. Du solltest gehen und sehen, wie es Mrs. Goodwin ergeht. Hey, du musst nicht so drängen. Nein, Sohn, tue ich auch nicht. Wir denken, was wohl das Beste für dich ist. Sorry, ich weiß das. Siehst du, du kannst sehr mitfühlend sein, Liebling. Ist jemand zu Hause? Ich suche nach Mr. Price. Oh Mann, ich verliere meinen verdammten Verstand. Okay, konzentrier dich. Trink den Kaffee, zieh dich an. Ich muss einen kleinen Kopf behalten. Ist der Kaffee diesmal da? Verdammt, guter Kaffee. Okay, ich ziehe mich an und gehe dann los. Sollten wir es vielleicht erstmal an der Tür melden? Also ich meine, die Tür ist ja gerade hier. Aha. Okay, ich statte Mrs. Goodwin einen Besuch ab. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich fuhr zu Mrs. Goodwin. Ich hasste mich selbst. Aber vielleicht... Vielleicht, wenn ich mit ihr rede, vielleicht würde ich Frieden in mir finden. So, das ist eine nette Rezeption hier in diesem Pflegeheim. Steht da statt Rezeption, steht da Deception. Ein D. Ist halt irgendwie nicht beleuchtet. Hallo, irgendjemand da? Ich möchte zu Mrs. Goodwin. Was für ein Service.
Okay, Leute, Zeit für eine Pause. Wir machen nächste Mal weiter hier in dem Pflegeheim. Und eins kann ich euch sagen, hier ist es alles andere als, ja, heimisch. Ciao.